Heute hat der Gustl wieder mal schlechte Laune. Das hat er immer von Zeit zu Zeit. Das ist jetzt zwar schon dreimal repariert worden, der Ton von der Drittstufe, aber ab und zu packt es dann. Gestern waren wir mal Drittstufen-Sound frei und heute geht's los und jetzt hört er gar nicht mehr auf. Also man muss das jetzt einmal dokumentieren, denn ich glaube, die von der Firma Hümer glauben uns das nicht, ja, dass das schon dreimal repariert wurde und immer noch geht er los. Schlimmer wird es dann nur auf der Autobahn, aber ihr könnt euch glauben, wir fahren jetzt seit 10 Minuten mit diesem Gesumme, dass man dann langsam verrückt wird dabei. Sogar die Ursi verliert schon ihr Geduld. Ja, es ist halt sehr unangenehm natürlich, ja. Lächeln tut sie noch. Ja, ich kann ja schlecht heulen, das bringt auch nichts. Wenigstens also das, ja. Ja. Bisher hat es jedes Mal nach einer gewissen Zeit wieder aufgehört. Also hoffen wir, dass das auch heute der Fall sein wird. Heute ist er geduldig, der Güstel, ja. Sonst ist immer nach 20, 30 Sekunden wieder ausgegangen, aber heute ist er geduldig. Das ging auch schon länger. Wir haben auch schon auf der Stunde haben wir das gesucht. Ja, das stimmt. Noch nicht ganz. Aber da scheint zu zuckeln. Ja, ja. Ah, wie schön. Ah, nee. Ja, ja. Wir fahren weiter und bleiben ruhig. Ja, bleibt uns nichts anderes über. Nein. Notfalls nehmen wir Autobox. Wir sind da schon mit Autobox unterwegs gewesen, gell, Ursi? Ja, genau. Ja, also, lasst euch von uns nicht aus der Ruhe bringen, wir auch nicht. Nee. Ja. Und den Gustl kriegen wir schon wieder zur Ruhe. Meine ich auch. Also im Moment ist wieder ein bisschen ruhiger, aber ich merke, ich kann mich während der Fahrt nicht konzentrieren. Es hilft nur noch Eurobox. Und auch ins andere. Ursi, hast du was gesagt? Nein. Ruhig. So, wir sind jetzt bei Besensiel angekommen. Ja, ich lese gerade hier eine Mail, die wir bekommen haben. Eine sehr schöne Mail. Und der Güstl gibt auch Ruhe. Und wir, ja, stehen hier. Ja, jetzt auch. Ja, nein, der hat schon vorher Ruhe. Ja. Meine Eurobox sind wieder draußen. Und wir stehen hier in Besensiel. Da haben wir hier den Hafen. Aussteigen tun wir nicht, da sind wir jetzt zu faul, was ich. Gibt auch nicht allzu viel zu sehen. Da vorne ist das Meer. Ich glaube, du hältst die Kamera krumm. Da fährt, ja, nicht, dass ich wieder geschimpfen kriege. Da fährt, geht die Fähre nach Langeoog. Also die nordostfriesischen Inseln sind alle genau gegenüber von uns auf der anderen Meerseite. Wir schauen jetzt mal, ob wir einen Blick aufs Meer irgendwo erhaschen, weil da dürfen wir jetzt nicht hinterfahren mit Güstl. Nee, aber schau mal, dahinter hat es Leute. Ja. Aber das ist auf einer anderen Seite. Nein, wir fahren jetzt die Landstraße und dann finden wir irgendwo einen Deich, den wir besteigen können. Die Küstenstraße. Genau. Mhm. Also, wir zeigen euch gleich mehr. Genau. Wien leicht bewölkt, 3 Grad. Es wird jetzt milder. Barcelona. Also, ich muss mich korrigieren: das ist nicht Besensiel, sondern Bensersiel. Nicht böse sein, ihr Bensersieler. Ja, ja, der Besen, den gibt's ja hier nicht. Das ist eine ganz, ganz andere Baustelle, wo jetzt die Ursi war, gedanklich. Ja. Also ich bin ein absolut gesetzestreuer Bürger. Aber wenn ich hier an der Nordsee stehe und sehe nirgends Wasser, dann musste ich jetzt einfach die Chance ergreifen und müsste daherfahren. Ich hoffe, es haben alle Verständnis, es ist jetzt auch nicht ganz legal. Aber es ist niemand da, weit und breit, keine Menschenseele. Und ich will die Nordsee sehen und die Ursi auch. Und da oben ist sie und da gehen wir jetzt rauf. Was denn da los? Nur was? Wo ist das Meer? Nordsee. Ach, guck mal, da fliegen ein paar Vögel. Ja. Und da üben genau gegenüber ist Spiekeroog. Könnt ihr das nicht sehen? Ihr müsst nur ganz genau schauen, durch diese Nebelwand, dann könnt ihr Spiekeroog entdecken. So sieht's hier aus.
alles watt. Der pfeift hier ganz anständig. Aber herrlich, also. Ja, macht es. Absolut abenteuerlich, aber da muss ein schöner Stellplatz sein, weil wir gerade Wohnmobile stehen gesehen haben. Dann fahren wir einfach mal hin. Also wir müssen uns erstmal für die vielen, vielen lieben Kommentare bedanken. Das ist irre, was wir für Rückmeldung bekommen haben. Und wir sagen auch nicht mehr Moin Moin, denn das haben wir jetzt gelernt. Moin Moin sind die Geschwätzigen, ja. Moin. Moin. Und wir haben ja Promobil Stellplatzatlas und jetzt stehen wir hier an einer ganz genialen Stellplatz in Neuharlinger Siel. Und den haben wir auch durch einen Kommentar von euch, durch einen Kommentar von euch bekommen. Und dafür herzlichen Dank. Da gefällt es uns, da sehen wir das Meer. Da essen wir was, da schlafen wir, da halten wir es jetzt ein bisschen aus. Wir sehen das Meer, sofern es jetzt dann bald kommt. Ja, ja, aber wenn es kommt, wir sind da. Ja, ich zeige euch jetzt einfach, wo wir stehen. Es ist, glaube ich, ganz klasse. Neuharlinger See. Bleiben wir. Egal was kostet, das ist mir nicht noch nicht. Aber das leisten wir uns jetzt einfach. Ein genialer Stellplatz direkt am Meer in Neuharlinger Siel. Aufgrund eines Tipps von einem Kommentator. Vielen Dank, Tobias. Das ist ein Bad. Das ist ein Bad. Ja, aber da kann man jetzt nicht reingehen natürlich. Ganz da hinten ist Spiekeroog. Boah, kalt. Keine Handschuhe dabei. Also laut Tite-Kalender, den man ja hier abrufen kann, ist das jetzt der niedrigste Stand. Es ist Niedrigwasser. Und morgen um 9.20 Uhr, sowas ist dann Hochwasser. Und dann gehen wir nochmal raus und filmen den Unterschied. Dann ist der Schnee wahrscheinlich weg und das Meer ist da. Wir wissen es nicht, aber wir werden es euch zeigen. Machen wir das so, Ossi? Gut. Ich freue mich schon, dass ich endlich mal die Nordsee dann sehen werde. Ussi, magst du eine Wattwanderung? Ja. Alles voll Muscheln. Ich muss leider abbrechen, Ossi, meine Finger erfrieren sonst. So, jetzt müssen wir mal schauen, was der Stellplatz kostet, Ossi. Ja?
Ja. Also Abfall ist da, das sehen wir schon. Und eine Sanitätsstation ist auch da. Also es ist alles vorhanden. Und eine Stellplatzordnung gibt es auch. Maximal 3 Nächte nutzen Sie länger auf unseren Ganzjahrescampingplatz. So umkommen, entrichten Sie bitte am Automaten. Ja, ich muss halt mal zeigen. Neuerlinger Ziel. Aha. Habt ihr gelesen? Okay. Und dann schauen wir, was das kostet. Das zahlen wir natürlich, weil das ist der Stellplatz allemal wert. Strom. 3 Kilowatt kosten 1,80 Euro. Münze für Strom. Ach, da muss man Münze kaufen für Strom. Und dann kriegt man 3 Kilowatt für 1,80 Euro. Das ist okay. Nee, guck mal. Beim Lösen der Tagesgebühr erhalten Sie automatisch eine Wertmarke 3 Kilo für die Stromsäulen. Zu jedem Stellplatz. Also. Hast du gehört, gelesen, Usi? Ja, also da müssen wir die Tagesgebühr bezahlen. Und was kostet die? Zurück. Stellplatz. Ein Stellplatz, ein Tag, 15 Euro. Oh oh. Oh oh. Nicht ganz billig, nee. Aber Strom ist 3 Kilowatt inklusive. Okay, das ziehen wir wieder ab. Mehrblick ist auch dabei. Ja, genau. Und ziehen wir auch ab? Ja, dann zahlen wir was, oder? Ja. Sie zeigt es euch dann später noch. Was natürlich auch vorkommt, ist, dass man einmal in der Früh die Kasserie sauber leeren muss. Ja. Und das ist jetzt bei uns der Fall. Und deswegen müssen wir mal schauen, wie das jetzt hier funktioniert mit der Entsorgung. Ich denke, dass das 1 Euro einwerfen. Aber bevor ich mit der Kasserie dahin laufe, schaue ich mir das vorher mal an. So, wir sind hier 7 Wohnmobile. Und der Wind ist bitter kalt. Aber es ist nicht so schlimm, wie es teilweise schon tagsüber gewesen ist. Da fliegen die Gänse. Was da Millionen an Vögeln unterwegs sind, das ist unglaublich. Seht das Fährschiff, was heute Morgen reingekommen ist. Das war die Spiekeroog. Das war die Spiekeroog. Und die kam vermutlich auch aus Spiekeroog, oder? Ah ja, ziemlich sicher. Boah, es ist immer noch verdammt frisch. Ja. Und jetzt gehen wir baden. Gell, was ich? Klar doch. Braucht man nicht jung sein, um verrückte Sachen zu machen. Das geht bei den Alten auch. Wollen wir mal sehen, oder? Jetzt gehen wir erstmal ans Meer. Hinein mit dir, Ursi. Ja, ja, mal abwarten. Da haben wir die Wohnmobile. Reihe und Glied. Und da ist das Wasser. Ja. Jawohl, sie ist da, die Nordsee. Genau. Grüß Gott, guten Morgen. Oh, ich schaue ganz schön da. Ja, laut deinem Plan, wo du ja da angeschaut hast, da die Gezeiten,
ist ja jetzt der Höchststand. Ja, 10 Uhr. Oh, ist schon ganz schön Wasser da. Hinein mit dir. Es sieht ganz schön eisig aus. Ich probiere es. Ich muss jetzt unbedingt wissen, wie sich Nordseewasser anfühlt. Also mir gefrieren fast die Hände ab, aber im Wasser ist wahrscheinlich angenehmer als hier. Es schwimmt Eis drauf, also so angenehm kann es nicht sein. Dann zisch ab, Baby. Ja, einfach. Also ich brauche keinen Gehzug. Letzter Blick, jawohl. Und dann geht's dahin. Ja, sie hat's geschafft. Sie hat's geschafft. Ja, bravo. Schau mal her. Ja. Spitze! Oh ja, aber jetzt nicht sie wieder anziehen. Also Osi, wer bei so einem Wetter ins Wasser geht, der muss schon ein wenig verrückt sein, oder? Alter schützt vor Torheit nicht. Man muss auch manchmal unvernünftig sein im Leben. Richtig, ja. Es macht den Spaß aus. Und wenn man 60 Jahre lang vernünftig lebt, dann muss man dann später aber anfangen mit der Unvernunft. So, und jetzt geht's weiter in den warmen Gustl. Ich muss bloß schauen, dass ich da trockenen Fußes hochkomme. Weil ich will nicht ins Wasser. Ich war lang genug schon unvernünftig. Gell, Ossi? Sag einfach ja. Ja, aber wisst ihr was? Meine Füße sind ganz heiß jetzt. Ja, Kneipp hatte ich schon gewusst, dass das gut ist. So, kaltes Fußbad. Also wir landen schon dazu.
Warum? Weil wir immer besser kleidungsmäßig ausgerüstet sind. Ich habe jetzt Handschuhe dabei und nicht nur Handschuhe dabei, sondern auch ein Schal schon in mein Ding drin. Und die Ursi achtet auch sehr auf mich, das muss ich mal ganz löblich sagen, ja, dass ich mich da nicht noch mehr verkühle. Ja, muss ja sein, oder? Ja. So, hier stehen wir jetzt an einem Sandstrand, der im Moment ein Schneestrand ist, oder? Ja, gefrorener Sandstrand. Ja, ja, nicht nur gefrorener, sondern auch gepudert mit Schnee. Und das Meer ist da, das ist ja das Schönste. Also so sieht es aus, wenn das Meer weg ist und wenn die Sonne scheint und es Sommer ist. Da hat man das Watt schön beschrieben. Und hier ist das Watt. Und hier ist die Badestelle für die Ussi. Nee, nee. Da, schau mal her, da stehst du gleich knietief drinnen. Ja, aber da steht Rutschgefahr und der Gefahr setze ich mich jetzt nicht aus. Also wunderschön hier. Das ist jetzt in Karolinenziel und das ist am Margaretengraben, so wie ich, oder am Elisabethengraben, Ossilein, oder? Ja, Elisabethen, noch und, was, ja. Und das ist wohl Land draußen, was angeschwemmt wurde und was nicht regelmäßig überspült wird. Und da haben sich dann Feuchtwiesen, Salzwiesen entwickelt. Mhm. Und das soll eine Nahrungsquelle für Vögel sein. Deswegen sind das so viele Vögel. Ja, jetzt im Moment natürlich nicht. Ist ja jetzt Flut. Aber ich denke, das ist jetzt auch nicht diese Stelle, wo das war. Da müsste es aber anfangen, das ist, glaube ich, noch weiter östlich oder so ähnlich, sein. Ja? Ja. Also kann das sein, dass es da ein bisschen weiter östlich liegt. Ja. So, und das ist alles die Störebeker Straße, was wir fahren. Ja, die Küstenstraße. Und der Störebeker, habt ihr ja schon gehört? Oder das wisst ihr wahrscheinlich, das ist ja der Pirat, der bei Helgoland verhaftet wurde und in Hamburg geköpft wurde. Und der hat in der Ostsee und in der Nordsee sein Unwesen getrieben. Und heute wird er verehrt, komischerweise, ja. Als Freibeuter halt, ja, romantisiert. Aber es gibt schon viel Störebeker da, also Störebeker Lokale und Störebeker Straße. Aha. Also im Prinzip war es ja Freibeuter. Ja. Und der ist ja enthauptet worden in Hamburg und da hat es geheißen, so an so viele seiner Männer, das waren über 70 Männer, er vorbeiläuft ohne Kopf, die werden dann nicht enthauptet. Und da ist er wohl, so sagt es die Legende, also das ist ja alles wahrscheinlich gar nicht wahr. Die Geschichte halt, ja. Ja, die Legende sagt, an 11 ist er vorbeigelaufen, aber der Bürgermeister hat er trotzdem alle enthaupten lassen. Und dann muss wohl auch der Henker so stolz gewesen sein, dass er die alle problemlos geköpft hat, dass er gesagt hat, er hätte auch noch genügend Kraft, den Rat zu köpfen und daraufhin hat man den dann selber geköpft. Aha, okay. Das war mir jetzt neu. Ja, das habe ich mal gelesen. Aha, okay. So, also, aber das war jetzt der Störebeker. Hier sind wir an der Nordsee in Karolinenziel. Karolinenziel, Halesiel. Wunderschön, eiskalt, Sandstrand mit Schnee bedeckt, Ursi nicht im Wasser stehend. Nein, und so eingemummelt. So belassen wir es und gehen zurück und fahren weiter. Ja, im Gustl ist schön warm. Alles klar, ciao. Tschüss. Das ist eine Fischdicke, die sehr lecker aussieht. Sprotten. Und die Makrelen, dann nehmen wir eine mit. Eine? Wieso? Kriege ich keine? Du willst so eine ganze Makrele für dich allein essen? Ja, natürlich. Oh, ho, ho, ho. Ja. So wie ich dich kenne, du auch. Sieht der Gustl aus. Der ideale Wohnmobilstellplatz. Aber leider für Wohnmobile verboten. Nicht mal gegen Gebühr gestattet. Dann fahren wir weiter.
Sonne ist nicht da, das Watt. Die Nordsee geht schon wieder zurück. Es war mein Watt. Unsere kleine Wattwanderung. Ja. Wir wandern im Watt. Oh. Oh. Aber da ist noch Wasser. Ja. Viele Muscheln. Ja. Oh, ist noch nicht ganz wasserfrei. Da wandere ich nicht bis raus. Nein. Ja. Deine Spuren im Watt. Oh ja. Kannst ja mal filmen, oder? Ja. So, wir stehen jetzt hier im Wattenmeer von Hooksiel, H-O-O-K-Siel. Da war noch das Meer vor ein paar Stunden und jetzt stehen wir hier. Ja, schon wieder, ja. Es wird schon wieder Ebbe. Und wir bedanken uns, also wir hoffen, es hat euch gefallen, der kleine Ausflug an der Nordseeküste. Wir beschließen jetzt das Video hier erstmal, aber wir sind noch ein paar Tage hier heroben und machen eventuell noch ein Video. Mhm, genau. Ja, also das seht ihr dann. Würde uns freuen, wenn es euch gefallen hat. Schreibt uns ruhig mal was dazu. Vielen, vielen Dank für die vielen netten Kommentare, die wir bekommen haben bis jetzt. Für die Tipps, die wir bekommen haben. Und das mit dem Moin Moin, das müssen wir mal klären. Ja, genau. Also manche sagen Moin Moin, manche sagen nur Moin. Naja, so unfreundlich, wie du das jetzt gesagt moin, hast. Moin. Ja. Nee. Nein, nein, man kann beides freundlich und unfreundlich sagen. Es ist nur jetzt die Frage, manche sagen wirklich Moin Moin. Im Radio haben wir das vor allen Dingen gehört. Mhm. Aber wenn man in die Geschäfte geht, da sagen sie immer nur Moin. Moin, ja. Ja. Also das wird uns jetzt interessieren. Vielleicht könnt ihr uns aufklären. Oder ihr diskutiert es untereinander aus und sagt uns dann das Ergebnis. Wir haben es auf jeden Fall genossen hier den Tag. Es war schön frisch. Und wie ihr sehen könnt, mittlerweile sind wir auch passend angezogen. Ja, ja. Wir holen immer mehr Wintersachen raus. Wir sind landfähig. Trotz unseres sturen Alters. Ja. Was war das jetzt für ein Blick? Stur? Ja, im Alter wird man stur. Redest du von dir? Von der Ossi. Nein, nein. Also, dann lassen wir es jetzt bewenden. Wir diskutieren es aus und klären euch beim nächsten Video auf. Ciao. Tschüss.